Hi liebe Leute, ja, dieses Video habe ich mal wieder, wie ich es jetzt in letzter Zeit sehr gerne mache, ganz provokant genannt: Wird unsere Menschheit künstlich verblödet? Und dazu werdet ihr euch wahrscheinlich denken, ja, warum habe ich jetzt die Barbie und den Joe Biden da ins Thumbnail? Thumbnails sind immer so die Titelbilder für YouTube. Warum habe ich da die Barbie und den Joe Biden gewählt? Naja, ich kann euch das vielleicht kurz erklären, so als Einstieg. Also, die Barbie, da gibt es einen Song, der heißt Barbie Girl. Da sieht man auch so die Welt der Barbie. Also Barbies sind ja so für so kleine Mädchen, so Puppen. Und ja, diese Puppen haben den perfekten Körper, die perfekten Traummaße, so wie sie eine reale Frau, wenn sie nicht Supermodel ist, leider nicht hat. Und mit diesen Barbies spielen die kleinen Mädchen alle. Habe ich auch gemacht. Meine Eltern haben mir auch Barbies gekauft. Das ist einfach Standard bei uns westlichen, also zum Beispiel europäischen Kindern. Also Mädchen, die kriegen halt die Barbies in die Hände gedrückt, wenn sie so 3, 4 Jahre sind. Ja, und da können die Mädchen gleich lernen, dass eine Frau in der westlichen Welt den perfekten Körper haben muss. Sonst ist sie nämlich nicht so viel wert. Das lernen Mädchen eben, wenn sie mit solchen perfekten Puppen spielen. Ja, und eben da tue ich jetzt eben diese Infocard rein, dieser Song Barbie Girl. Das ist das passende Titellied zur Barbie, zum Barbie-Wahnsinn. Also so, ich frage mich immer bei dem Lied, und wenn ihr das mir beantworten könnt, schreibt mir bitte in die Kommentare, weil das frage ich mich schon lange. Also dieses Lied, wann war das so aktuell, so in die 2000er? Ist dieses Lied ernst gemeint oder eine Satire? Hey, ich check's bis heute nicht. Also liebe Leute, bleibt noch gerne bei mir im Video dran. Aber wenn ihr mein Video fertig geguckt habt, schaut doch gerne mal in die Infobox rechts beim Video. Da findet ihr diesen Song Barbie Girl. Ist das ernst gemeint oder Satire? Ich kenne mich da nicht aus. So, okay, also so, ich meine, die meisten kennen ja die Barbie und so. Und brauchen wir nicht reden. Ist ja toxisch für kleine Mädchen, wenn sie damit solche perfekten Puppen spielen und dann halt selber in der Pubertät spätestens feststellen, dass der eigene Körper halt Makel hat, die Barbie halt nicht hatte. Und dann kriegt man halt meine Wertigkeitskomplexe. Und dann, mir ging es zu meiner Pubertät, dann kauft man sich noch die Bravo Girl oder das Mädchen, habe ich da mal gelesen. Und später so die InTouch oder diese ganzen Mode Boulevard, was richtig, Mode Boulevard, ach, keine Ahnung. Ist auch egal, ihr wisst doch, was ich meine, die ganzen Modezeitschriften. Und ja, dann kriegt man immer größere Minderwertigkeitskomplexe, weil man da halt nicht mithalten kann mit diesen gefotoshoppten, stundenlang geschminkten Models. Ja, also so, drum habe ich die Barbie gewählt. Und ebenso unter dem Titel Mensch hat künstlich verblödet oder halt, ja, also so in eine Richtung gedrängt, die toxisch ist. Und ja, aber total, also noch mehr Verblödung trifft wohl Joe Biden zu. Liebe Leute, habt ihr das mitbekommen, was mit Joe Biden los ist? Also wer Joe Biden nicht kennt, aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Das ist der amerikanische Präsident, der aktuelle. Und das glaube ich jetzt schon, wie lange ist der jetzt? 2 Jahre? Keine Ahnung, viel zu lange auf alle Fälle. Weil Joe Biden hat ein Problem. Also ich habe so die Theorie, so spaßeshalber, halb im Spaß, halb überlegt, ob es wirklich so sein könnte, aufgestellt, ob Joe Biden eventuell eine KI ist mit Systemfehler. Oder irgendwie uns von Aliens vorgesetzt wurde, so, dass sie so just for fun gucken, wie lange die Menschheit braucht, bis sie checkt, dass mit ihrem amerikanischen Präsidenten ganz gewaltig etwas nicht stimmt. Da kann ich euch auch Videos reinmachen, wenn ihr das nicht glaubt. Das Internet ist voll von Failed Joe Biden Videos. Da gibt es schon ganze Joe Bidens größte Fails, Joe Bidens 3 peinlichste Fails. Aber Joe Biden bringt einen Fail nach dem anderen. Und ich und mein Freund, wir hatten da echt so eine lustige Nacht, wo wir die ganze Nacht, also wo wir diese Joe Biden Fail Complication Videos entdeckt haben, also so, wo wir die ganze Nacht uns echt am Anfang gelacht und gelacht haben, weil das ist so skurril. Ich meine, dieser Mann ist offiziell, gilt der amerikanische Präsident als mächtigster Mann der Welt, aber der ist halt viel zu alt für diesen Job, weil der fliegt halt die Treppe runter, wenn er halt so, da mache ich mir eine Infocard rein, das ist echt irgendwie, also der fliegt irgendwie, der will da so Flugzeug hochgehen und dann fliegt er da die Treppe runter, 3-mal hintereinander. Also nicht einmal, nicht 2-mal, ich glaube 3-mal fliegt er fast runter. Also so, dann will er noch so hochhüpfen, aber er
fällt fast wieder auf die Schnauze. Ja, eben, und jetzt wirklich, versteht mich nicht falsch, ich war Altenpflegerin früher. Ich liebe alte Leute. Ich habe nichts gegen alte Leute. Nur eben, der ist zu alt für den Job. Und dann ist halt das Ding, der hatte für den, also so bin ich auch auf diese Joe Biden Fail Videos aufmerksam geworden. Der hat halt diese Camilla angepupst, also wirklich angepupst auf so einer Gala irgendwie. Also es ging voll durch die Boulevard-Klatschpresse, dass Joe Biden die Camilla angepupst hat. Also die Camilla ist ja diese, keine Ahnung, dieses seltsame, was weiß ich, Adelszeugs da von England. Ach, keine Ahnung, aber irgendwie da hat er halt, es ist halt auch so, deutet darauf hin, dass er halt vielleicht schon dement ist oder ich weiß ja nicht, was mit ihm los ist. Vielleicht auch eine KI mit Systemfehler. Dafür spricht auch folgendes Video, das verlinke ich euch auch noch kurz. Das hat mir der Bruder von meinem Freund gezeigt. Also Joe Biden hält eine Rede, das könnt ihr im Video sehen, ohne Scheiß, das ist kein Scheiß, der hält eine Rede und mitten dann dreht er sich um und schüttelt einem Geist die Luft. Er schüttelt, also so in der Luft halt, irgendjemand die Hände, also da ist niemand, aber da schüttelt irgendjemand, wo er denkt, der steht da, die Hände, aber da steht keiner, es ist so skurril. Und eben, wenn es ein alter Mann im Altersheim wäre, ist ja kein Ding, ja eben, alte Menschen, ja klar, jeder Mensch wird alt, ich werde auch mal alt sein und keine Ahnung, es ist das Natur, der natürliche Lauf der Dinge, dass wir Menschen alt werden und so soll der auch sein, dass wir halt, ja, keine Ahnung, aber wisst ihr doch, was ich meine? Doch nicht der amerikanische Präsident darf so senil sein. Und ja, dann ist halt auch wieder die Frage, wird es halt auch Menschen geben, die hinter dem amerikanischen Präsidenten stehen? Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Es kann jetzt nicht so wegen YouTube und so, halt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber ihr wisst doch, was ich meine, gell? Also so, dass der halt dann nicht alleine so alles so ordnet und sortiert im Weißen Haus. Ja, und eben, das ist also so tragisch, ist das. Und also so eben, also so, ja, also vielleicht haben wirklich die Aliens sich gedacht, Leute, wie lange braucht die Menschheit, um diesen Menschen als Präsident abzusetzen? Weil nicht, dass Joe Biden dann mal auf die Idee kommt, irgendwie so einen Knopf für eine Atombombe zu drücken, weil er denkt, das ist irgendwie der Zimmerservice. Ja, Mann, also die Amis, die, glaube ich, kommen sich schon echt verarscht vor, weil, die tun auch ganz schön leid, weil die haben echt so einen Nationalstolz und die sind, glaube ich, ganz schön angepisst. Okay, aber also so, also ich habe mir auch so jetzt schon öfter eben unter dem Thema, die Menschheit ist ja schon ganz schön verblödet mittlerweile, wenn du hier auf meinem Kanal bist und mich so oder mich auch abonniert hast, also so, wenn nicht, tu das gerne, abonniere mich gerne, und lass einen Kommentar da und like mich und wie alle YouTuber immer so runterleiern, liken, kommentieren, nee, im Ernst, ihr könnt mich einfach aus kostenlos, ohne Geld zu zahlen, könnt ihr mich dadurch einfach unterstützen und da freue ich mich wahnsinnig. Ja, aber eben, also so, ich habe mir schon öfter gedacht, warum bin ich denn überhaupt hier auf YouTube so aktiv, wenn ich doch also so mit einem Großteil der Menschheit eigentlich gar nichts zu tun haben will. Ja, eben wegen euch, weil ihr die psychisch besonderen Menschen seid, wenn ihr hier auf meinem Kanal seid, mit Psychose und psychischen Besonderheiten. Ich mag das Wort Krankheit nicht so gern. Ich sage lieber psychisch besonders dazu. Ja, ihr seid die psychisch besonderen Menschen und drum mache ich diesen Kanal für euch. Also so, wie gesagt, obwohl ich mich wirklich gerne von der Menschheit so im Allgemeinen fernhalte. Also ich gehe also so nicht gerne in die Stadt und ich bin einfach am liebsten auch mit unter meine besten Freunde oder Familie und oder für mich alleine. Ja, genau. Also so, ich denke, es war nicht immer so, dass die Menschheit so verblödet war. Es ist also so ewig langes, jahrhundertelanges oder jahrtausendlanges Werk ist das Hexenwerk, aber nicht von guter Hexen. Und also ich mache jetzt euch endlich ein Video von mir rein. Also so, da rede ich drüber, was Psychose für mich ist. Und wenn ihr das noch nicht kennt, schaut doch da mal rein, das ist sehr spannend. Und ansonsten mache ich euch noch ein Video, das ist nicht von mir, aber sehr empfehlenswert, zu Atlantis, weil die Menschheit war nicht immer so verblödet. Von so einer YouTuberin, die ist toll und die macht so Videos über Atlantis. Schaut euch das mal an, wenn ihr wissen wollt, warum die Menschheit nicht immer so verblödet war und warum sie es geworden ist. Okay, liebe Grüße von mir, eure Vera Maria.